Well, there's always a question for human beings, sometimes it's not very prominent, especially when you are young, as to what happens at death. I mean, nothing. It's, at any rate, going to be a bit traumatic, you would think. And, of course, I'm getting a bit older now, so I feel a little bit closer. And the question is, would people be religious if it weren't for dying? Hallo. Hallo. Wir nehmen wieder einen RW-Pod auf, eine neue Folge. Ich weiß nicht, wie vielte ist das? Vielleicht 30? Behaupten wir einfach mal. Ja, das oder 29. Naja, wie alle wissen, haben wir Probleme, Termine zu finden. Und wir sind aber auch immer noch da. Und heute wollen wir ziemlich akut, weil das gerade stattfindet, über eine Ausstellung sprechen, mit der vor allem Stefan zu tun hatte, als das nämlich Stefan federführend alles davon geplant hat, mit Unterstützung von Studierenden der Uni Bremen. Noch weitere? Können wir gleich noch drauf kommen? Ja, können wir gleich drauf. Und das Besondere bei dieser Ausstellung ist, dass sie im Prinzip ein Teil der Arbeit des Vereins ist, in dem wir drei engagiert sind, den wir drei auch gegründet haben. Manche, die den Podcast hören, werden auch wissen, worum es geht. Wir möchten aber gerne diesen Verein als ein Beispiel vorstellen in dieser Folge, wie man als Religionswissenschaftler abseits der Universität und abseits der Schule in Bildungstätigkeiten arbeiten kann. Ja, genau. So. Genau. Und was wir sonst noch so da machen in diesem Verein, das würden wir auch gerne vorstellen. Aber ganz konkret, und da sind Dimi und ich auch ziemlich interessiert, wie das mit diesem Projekt aussieht. Kannst du erstmal erzählen, Stefan, wer hat überhaupt die Idee und warum sind die zu uns gegangen und beziehungsweise dann zu dir? Gerne. Also, vor etwas über anderthalb Jahren, glaube ich, saß ich mit dem Koordinator des Bundesprogramms Demokratie Leben zusammen. Das ist ein Fonds, der wurde vor ein paar Jahren aufgelegt vom Bundesfamilienministerium, also für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, glaube ich, war das damals. Jetzt ist es mittlerweile noch sozial dazugekommen. Das sich auf die Fahne geschrieben hat, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit zu arbeiten und die also quasi lokal vor Ort Projekte, kleine wie große Tagesveranstaltungen, wie auch jahrelange Projekte unterstützen. So, und mit diesem Koordinator saß ich zusammen, weil unser Verein, von dem Markus gerade sprach, hat schon in den Jahren davor über dieses Programm in Delmenhorst, das ist die Kleinstadt, mit der wir uns beschäftigen in der nächsten halben Stunde wahrscheinlich, einige Seminare gegeben. Wir haben Fortbildung gegeben von diesem Verein, also mit diesem Verein zu verschiedenen Themen. Wir haben eine Supervision durchgeführt in einem problembehafteten Wohnblock mit den Mitarbeitern dort vor Ort. Wir haben Ehrenamtliche weitergebildet in dieser Stadt, die für die Diakonie tätig sind im Bereich Seelsorge, aber auch im Bereich nachbarschaftliche Hilfe, im Bereich was war das noch? Zum Rechtsextremismus? Ja, zum Beispiel, genau. Und das heißt, wir kannten uns, wir waren auch einigermaßen bekannt als Dozenten in diesem Themenspektrum in der Stadt. Und nun hatte ich irgendwann mal fallen lassen, als ich mit diesem Koordinator sprach, Mensch, dass ich auch irgendwie im Museumsbereich arbeite und Ausstellungen mache. Und dann fragt er mich, sag mal, Stefan, wollen wir nicht eine Ausstellung zusammen planen? Irgendwie wollt ihr nicht eine machen? Und dann habe ich überlegt und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir eine religionswissenschaftlich fundierte Ausstellung hinkriegen hier in Delmenhorst über die religiöse Vielfalt in Delmenhorst, dann mache ich das. Und dann übernehme ich auch die Projektleitung. Und dann hat er sich um das Geld gekümmert, über diesen Bundesmitteln. Und ich habe dann angefangen, das zu skizzieren, zu planen und mir erste Gedanken zu machen, wen man dazu mit ins Boot holt und wie man das so aufziehen kann. Und dann haben wir das quasi in Angriff genommen. Als das Geld da stand, haben wir angefangen. So. Gut. Genau. Und wen hast du dir dann ins Boot geholt? Tatsächlich habe ich die Uni Bremen mit ins Boot geholt und habe dort parallel zu dieser Ausstellungsplanung zwei Seminare gegeben am Fachbereich Religionswissenschaft. In dem ersten Seminar habe ich mit Studierenden, das war ganz am Anfang der Planungsphase, als nur das Grobkonzept stand,
habe ich die Studierenden eigene Projektideen entwickeln lassen, die sie dann auch durchführen konnten, die münden konnten in Objekten oder irgendwelchen Installationen in der Ausstellung. Mhm. Daraus ist viel weniger geworden als geplant. Es gab tolle Ideen in den Seminaren und also auch interdisziplinär spannende Ideen mit Medieneinsatz etc. Leider ist nur ein Projekt tatsächlich wirklich verwirklicht worden von einer Studierenden, die ich dann auch so gleich als Hilfskraft für den weiteren Gang der Ausstellung anstellte, weil sie einfach sich bewies als extrem, weiß nicht, gute, engagierte Religionswissenschaftsstudentin, genau. So, zu diesem studentischen Objekt kommen wir später nochmal kurz. Und dann habe ich noch einige befreundete Religionswissenschaftler gefragt, ob die dann irgendwie nochmal einen Text schreiben können oder so. Oder genau. Und dann fingen wir quasi mit der Grundplanung an und haben über viele, viele Wochen und Monate versucht, die Religionsgemeinschaften, die es in Delmenhorst gibt, das ist eine Kleinstadt mit, ich glaube, 80.000 Einwohnern ungefähr, die zu erkunden. Das war gar nicht so leicht, weil viele gar nicht richtig vergemeinschaftet sind, weil es auch keine richtige Auflistung gibt. Wir haben versucht, über die Stadt zu machen. Die Stadtstatistiker haben natürlich Listen über die evangelischen und katholischen Christen in der Stadt. Und das war es eigentlich. Aber sobald wir über kleine christliche Gruppierungen sprechen, über muslimische Vereine etc., aber sogar über die jüdische Gemeinde, ist es nicht mehr in der Stadtstatistik irgendwie zugegen. Oder deswegen mussten wir anfangen, in die Gemeinden zu gehen. Also haben wir uns letztlich ganz klassisch einen Türöffner gesucht in den Gemeinden, Fürsprecher. Das ging über das sogenannte Interreligiöse Forum in Delmenhorst ganz gut. Das ist ein Zusammenschluss der allermeisten religiösen Gemeinschaften, die sich dort vierteljährlich, halbjährlich treffen, also die Vorstände. Und die unterhalten sich einfach über Dinge, die gerade passieren in den einzelnen Gemeinden, damit die Juden wissen, was bei den Baptisten los ist und die verschiedenen muslimischen Gemeinden auch wissen, was vielleicht bei den Katholiken gerade ansteht oder so. Ja, einfach nur so ein offener Austausch ohne ein richtiges Ziel. Das läuft ganz gut und irgendwie, also das ist den Delmenhorst dann auch sehr wichtig, dass sie sowas haben. Ist ja schon mal ein Segen, dass es überhaupt sowas gibt. Genau, das läuft auch schon seit Jahren. Gibt es da auch Gemeinden, die nicht da mit drin sind, die ihr jetzt aber trotzdem erfasst habt? Ja, genau. Okay. Ich denke natürlich sofort in dieser Region in Richtung Oldenburg und so, gibt es halt viele Jesiden. Zumindest hört man das immer wieder, dass es da einfach eine Ansammlung gibt und dass sie auch irgendwie eine lose Connection zueinander haben, ja, im Sinne von Trauerfeiern, ja, bei Bestattungen und sowas. Aber die sind da auch mit connected, oder wie? Nein. Okay, sind sie gar nicht. Genau, sind sie nicht. Die wurden aber wiederum immer wieder angefragt von uns. Also wir haben Kontakt zu den jesidischen Gemeinden in Delmenhorst aufgenommen. Das ist aber letztlich immer wieder im Sande verlaufen. Zumindest, wenn es darum geht, auch tatsächlich Objekte oder Ähnliches zu akquirieren für die Ausstellung. Ja. So, uns wurden Dinge versprochen und letztlich ist daraus nichts geworden. Mhm. Es gibt tatsächlich auch eine relativ große jesidische Gemeinde in Delmenhorst direkt. Und man findet dort auch oft irgendwie Feierlichkeiten finden dort statt etc. Ja. Aber Dingliches tatsächlich irgendwie zu bekommen, hat sich als nicht machbar erwiesen. Aber zumindest, ja. Die sind aber, wie gesagt, nicht Teil dieses interreligiösen Forums. Naja. Wie auch einige andere kleine christlichen Gruppen, die Methodisten zum Beispiel halten sich daraus. Ach so. Die Baptisten, ja, die haben so einen ökumenischen Kreis mit den anderen Christen, aber die sind nicht in diesem interreligiösen Forum. Naja, okay. So, ne? Adventisten auch nicht und so. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie in Bremen. Ich weiß zwar nicht, was es hier für Konglomerate gibt, aber die ganzen Gruppen gibt es ja auch in Bremen. Genau. Ja, genau. Okay. Ja, habt ihr innerhalb des zweiten Seminars noch irgendwelche Feldforschung gemacht oder dann noch weiter irgendwie nachgeforscht und sind dann die Studierenden einzeln zu Gemeinden gegangen und haben dann da was gemacht? Das haben die gemacht, genau. Und also ja, daraus sind ein paar Arbeiten noch entstanden, aber nichts, was verwertbar gewesen wäre für die Ausstellung. Also vielleicht sind ein paar spannende Infos zutage gefördert worden, aber nichts, was irgendwie im Rahmen von Text oder von anderen, von Dinglichem in die Ausstellung irgendwie gefußt wäre. Schon. Es war auch einfach also so, dass viele studentische Zusagen letztlich nicht erfüllt wurden, wie das manchmal so ist. Also als Dozent hat man manchmal ja auch dann kein Überblick darüber, wer jetzt wirklich was macht und so. Aber darum soll es hier nicht gehen. Das haben wir auch alle so gehandhabt, als wir Studierende waren. Also es war von Anfang an nicht so, dass die Ausstellung aufbaut auf dem, was die Studenten leisten sollten. Das war immer nur so ein Addendum dazu. Ja. So, und was wir dann gemacht haben, eben in den ganzen Sitzungen, in diesem interreligiösen Forum und dann auch in Einzelterminen in ganzen Gemeinden, war eben nicht nur einfach ins Gespräch zu kommen und Vertrauen zu fassen und so, sondern auch zu sagen, Mensch, was macht eure Gemeinschaft denn eigentlich aus?
was ist für euch so ein zentrales Objekt? Denn das war das, was ich quasi von Anfang an wollte. Ich wollte Dinge ausstellen, die den Gemeinden vor Ort in Delmhorst wichtig sind für ihre Glaubenspraxis. Aus historischen Gründen, aus Gründen der, keine Ahnung, ja, aus auch vielleicht irgendwie persönlichen Gründen oder so. Also das habe ich relativ offen gelassen und das zeigt auch letztlich die Bandbreite dieser Objekte, die wir alle irgendwie religiöse Objekte nennen können. Nicht alles sind tatsächlich heilige Objekte, die im Ritualkontext verwendet werden. Auch sind noch Alltagsgegenstände dabei. Ja. Die haben aber alle so eine religiöse Konnotation. Und das ist das, was ich halt zeigen wollte, dass man allen Delmhorstern erstmal nur, das ist der minimale Anspruch, zeigen kann, was es noch so in Delmhorst gibt an religiösen Objekten, die benutzt werden und auch an religiösen Gemeinschaften. Denn das ist ja quasi der zweite Schritt, dass man über den Besuch dieser Ausstellung merkt, oh Mann, es gibt hier ja auch noch Aleviten, von denen habe ich noch nie gehört. Was machen die eigentlich? Und was ist eigentlich, was machen Adventisten? Was unterscheidet die von anderen Christen oder so? Ja, also mir fällt sogar ein Beispiel ein. Du hast mir eine CD vorgespielt im Auto vor einigen Monaten. Und ich habe ganz schnell bemerkt, aha, es gibt christliche Gruppen in Delmhorst, die haben Hobbys, indem sie Musik-CDs aufnehmen. Genau. Ja. Und allein das finde ich interessant. Ja. Ja. Ah ja, okay, da gibt's welche in der Gemeinde, die machen sich so viel Aufwand, dass sie nicht nur für ihren Kirchenchor oder vielleicht auch noch fürs Orchester oder so Dinge machen, sondern die wollen das dann auch noch aufnehmen und verteilen das in der Gemeinde und das ist wiederum Identitätsstiften und sowas. Ja, absolut. Ich meine, das gibt's ja wahrscheinlich für verschiedene religiöse Gemeinden dort und so. Genau. Und wenn jetzt halt normaler Bürger aus Delmhorst da hingeht, dann lernt man das halt alles kennen. Das ist halt schon genau. Schön. Also es gibt eben viele, viele Hörbeispiele. Wir haben auch noch mehr aus, also an religiöser Musik quasi, der Liturgie, an verschiedenen Sprachen, aber auch klassische Orgelmusik, katholische Orgelmusik. Ja, also das ist ja auch irgendwie in der Musikgeschichte relevant für Europa. Also das ist also schon ein breites Spektrum, was dort an irgendwie abgebildet wird. Letztlich an religiösem Leben in Delmhorst. Und ich hatte mal gehofft, und das war so meine Idee auch irgendwie, dass, als wir das mit diesem Koordinator planten, also als erste Idee, dass am schönsten es wäre, wenn jeder Delmhorster einmal in diese Ausstellung ginge und einmal sich einfach nur vor Augen führt, wie vielfältig oder so diese, einfach nur die Welt des Glaubens quasi in Delmhorst ist, in dieser vermeintlichen Kleinstadt. Also ist sie auch, aber, ne? So, die ist halt einfach sehr, sehr divers und sehr, sehr, auch stark von Zuwanderung geprägt der letzten 200 Jahre, kann man sagen. So, ja. Genau. Ja, vor allem irgendwie sind wahrscheinlich viele Gemeinden auch recht unsichtbar. Ja. In der Stadt irgendwie. Klar könnte man sagen, Delmhorst hat eine große Anzahl an migrantischer Bevölkerung, wie auch immer. Und daran kann man vielleicht auch irgendwie einen Teil ablesen, von wegen meinetwegen hoher Teil an Muslimen, aber halt auch nicht ganz und auch nicht in allen Facetten. Das habt ihr ja quasi mit eurer Ausstellung irgendwie ziemlich also so als Querschnitt quasi aufzeigen können, ne? Dass es da halt mehr hintersteckt, als einfach nur von einer muslimischen Gemeinde zu sprechen, sondern hey, wo kommt sie her? Wie lange ist sie vielleicht schon in der Stadt so? Und noch eine gewisse Binnendiversität, also dass man nicht nur Muslime... Absolut. Wahrscheinlich, ich hatte auch so den Eindruck in Delmhorst, weil ich auch eben Dinge darüber gehört habe, dass eben... Das kennen ja eigentlich auch alle, verschiedene Einwanderungswellen nach Deutschland kommen. Ja. Insofern steht Delmhorst wahrscheinlich auch für eine gewisse gesamtgesellschaftliche Situation in Deutschland, wobei es natürlich eine Stadt ist und nicht Land. Ja, auch ganz Delmhorst ist ja groß genug, aber ich meine, ich spiele jetzt spezifisch an auf Gastarbeiter in der ersten Einwanderungswelle nach dem Krieg. Dann gab es halt nach der Öffnung der Mauer und eben dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine weitere größere Einwanderungswelle. Dann gab es noch ziemlich viele Leute, die, man denke auch an die gleichen Äußerungen der CSU von vor 20 Jahren, die halt Menschen aus ehemaligen Jugoslawien nicht in Deutschland haben wollten, ja, also auch schon die gleiche Situation und so weiter. Es gibt ja immer wieder neue Sachen. Und wer ist aus Jugoslawien? Aha, das sind Katholiken und Muslime und irgendwie Ostkirchler. Genau. Und das Gleiche gab es schon ein paar Jahre vorher und so. Ne? Das kann man eigentlich ganz schön abbilden dann alles, also, was so in der Gesellschaft passiert ist. Was das angeht, irgendwie ist ja auch die Location selber, also das Museum oder der Ausstellungsort selber ganz interessant gewesen. Ne? Also vielleicht kannst du auch irgendwie dann so zwei Sätze... Ja, erzähl mal. Mir war wichtig, dass wir die Ausstellung auf der Nordwolle zeigen. Genau. Das ist im Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur. Das ist also eine der ehemals größten Wollkämmereien der Welt. Ich weiß es nicht genau, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert ging etwa 80% der weltweiten Schafswollproduktion durch Delmhorst.
muss man sich echt mal vor Augen führen. Das ist also nach der Industrialisierung einer der größten Wollstandorte der Welt geworden. Deswegen haben wir auch die erste große Einwanderungswelle zu der Zeit, dass man also, man hat innerhalb von wenigen Wochen schon anfangen müssen, in Osteuropa Arbeiter zu suchen. Und deswegen, das erklärt die hohe Dichte bis heute katholischer Polen oder polnischstämmiger Katholiken so rum in Delmhorst, die so groß sind, dass sie bis heute auch tatsächlich einfach polnischsprachige Gottesdienste abhalten. Und das geht eben zurück auf diese Einwanderungswelle zu Industrialisierungszeiten. Genau, und das ist eben quasi dann die alte Nadelsetzerei dieser Wollkämmerei. Das heißt, wir befinden, also die Ausstellung findet zentral in der alten Fabrikhalle statt. Und damit ist dieser Ort auch doppeldeutig quasi besetzt. Ja, also so, weil er historisch relevant ist für Delmhorst und gleichzeitig auch relevant ist für diese bunte Vielfalt. Denn die gäbe es so ja nicht, wenn es nicht diese Fabrik gegeben hätte. Ja, also eben Arbeitsmigration innerhalb der Industrialisierung. Genau, richtig. Genau. Ja. Und deswegen, ja, ich freue mich sehr, dass wir diesen Ort gewinnen konnten, auch den Leiter dort vor Ort gewinnen konnten. Der hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, aber es ist echt schön, dass wir jetzt da diesen auch historischen Ort quasi bespielen konnten mit der Ausstellung. Ja, ich habe den Eindruck, dass die Ausstellung, also anzuknüpfen an das, dass jeder Delmhorster das mal sehen sollte, Publicity hat sie jetzt schon einige gekriegt. Ich weiß nicht, ob du damit jetzt über alle Maßen zufrieden bist, aber wir haben ja jetzt eben gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben wir ja noch geschaut, eine Delmhorster Lokalzeitung packt die Ausstellung auf den Titel. Genau, in der aktuellen Ausgabe. Insofern kann man ja davon ausgehen, dass zumindest etliche Haushalte, die auch nicht die Ausstellung ansehen werden, zumindest auf dem Titel einmal irgendwas davon gesehen haben. Genau. Und also vielleicht auch die Seite aufgeschlagen haben. Ist doch schon mal was. Wir hatten zur Eröffnung zumindest 4 Zeitungen da, die kamen zum Teil bis aus Osnabrück und Oldenburg. Also 4 Printmedien, das war schon okay für so eine Eröffnung. So, und das waren auch alles gute Artikel, die veröffentlicht wurden, und das war eben auch überregional, und das ist schon okay. Also es ist nicht nur in der lokalen Presse tatsächlich irgendwie dann erwähnt worden, und ich habe Interviews gegeben, die auch echt gut abgedruckt wurden in den Zeitungen mit guten Fotos und so. Das war schon okay, und auch die ersten Wochen waren auch die Besucherzahlen ganz gut, so kann man sagen. Cool. Jetzt sind halt Sommerferien, das ist irgendwie immer so ein Loch, aber die Ausstellung läuft ja noch bis Ende September. Sorry, aber bei der Hitze? Auch. Ja, also ganz. Es ist echt kühl da drin, also ich finde, so alte Fabrikhallen sind kühl, ja. Habt ihr damit beworben? Nein, aber sollten wir machen, ja. Vielleicht sollten wir es, ne, ich sehe zu, dass der Podcast schnell rauskommt, die Folge, dann können die Leute jetzt noch in der Hitze hinströmen. Genau. Ich glaube, die nächste Woche wird kühler. Ja, genau. 20 Grad. Ja, das ist doch gut. Ich hatte immer so ein bisschen den Hintergedanken, Stefan, dass eigentlich, es gibt natürlich auch woanders solche Ausstellungen, aber eigentlich wäre das wünschenswert, dass es häufiger in mehr Städten mal sowas gäbe, als ich würde mir wünschen, dass andere Städte sich das abgucken und auch mal irgendwie so eine Aktion machen. Auch mit dem Hintergrund, dass natürlich eine gewisse Vermessung und Quantifizierung gewissermaßen der religiösen Landschaft der jeweiligen Stadt dann dahinter steht, was ich auch wiederum interessant finde. Genau, denn das gab es ja noch nicht. Wir haben also quasi zum ersten Mal diese Stadt erforscht auf religiöser Ebene und auch viele Erkenntnisse letztlich gewonnen, die zumindest irgendwie auch vielleicht noch von irgendjemandem später rezipiert werden für irgendwas. Ja. Aber wir haben also quasi Grundlagenforschung betrieben dort. Es wusste irgendwie niemand, wie mir schien, dass es eine reine griechischsprachige Gemeinde der Zeugen Jehovas gibt in Delmhorst. Also das muss man sich auch mal, also so, gibt's halt, wusste keiner, auch von den anderen, auch ne, von den anderen irgendwie Vertretern des interreligiösen Forums und so, weil die Zeugen sich auch relativ weit raushalten aus allem. Ja. Also gibt es halt, da waren alle erstaunt. So. Gut, es gibt aber auch deutschsprachige Zeugen. Die gibt's auch, genau. Haben die was miteinander zu tun, weißt du das? Möglich. Die teilen sich den Versammlungsort, aber das war's auch. Ah ja, okay. Also die Zeuge Jehovas machen im Übrigen auch mit. Also auch so eine kleine, oftmals separierte Gemeinschaft hat sich dazu bereit erklärt, sich auch dann öffentlich zu präsentieren. Das finde ich besonders schön. Finde ich gut. Die haben auch echt viel Überzeugungsarbeit benötigt von mir, aber ich war dann doch immer sehr diplomatisch und habe das irgendwie auch in langen Gesprächen in Privathaushalten mit den dann irgendwann über Man braucht sich nicht wundern. Über die Jahrzehnte wird man halt einfach irgendwann vorsichtig, wenn man die ganze Zeit nur schief angeguckt wird. Genau. Ich meine, nichts wurde auch wertend ausgestellt, fand ich. Genau, das war ja das, was die... Das war das Anliegen von Das mir. War das unser Anliegen, dass wir neutral einfach nur abbilden, was es so gibt, um zu informieren und so. Und das war auch das, weswegen, und da hast du Dimi ja auch mitgearbeitet, deswegen auch die... es so einen kostenlosen Reader gibt, der hat irgendwie 18, 20 Seiten oder so, der ist für jeden Besucher dieser Ausstellung eben
kostenlos und er ist auch noch als PDF downloadbar, in dem einfach kurze Infotexte zu allen Gemeinschaften, die dort mitgemacht haben und diesen Demos gibt, stehen. Stimmt, genau. Sogar, und das habe ich mit allen Gemeinden abgeklärt, auch die Kontaktadressen, Webseiten, aber genau, auch zum Teil dann die Mega-Vorstände, die Vereinsvorstände oder die Gemeindevorstände, dass man sich auch einfach mal melden kann bei den Gemeinden und sagen, Mensch, die Adventisten, was kann ich euch mal irgendwie anrufen, mir das mal angucken, wie versammelt ihr euch eigentlich, ihr habt so Taufbecken vorne in der Kirche, das sieht ja ganz verrückt aus oder so, ja, also warum sollte man nicht, und das fanden alle ganz toll, die Gemeindevertreter, dass man einfach dann das transparent macht, offen macht, hier sind wir, uns gibt's ja auch und wir geben, keine Ahnung, unsere Adresse auf oder so dazu und man kann sich bei uns melden, muss man nicht, aber es macht einfach das Ganze irgendwie offener. Und gibt einfach Möglichkeiten des Dialogs, die es vorher vielleicht nicht gab. Das ist vor allen Dingen ein gutes Stichwort, ne? Wenn du sagst, irgendwie offener. Ich meine, häufig ne, redet man ja irgendwie bei Religionsgemeinschaften irgendwie zum Teil von irgendwelchen in sich gekehrten esoterischen Gruppen, und die sich nicht hier Stichwort integrieren. Da ist es doch irgendwie voll geil, wenn dann so eine Ausstellung da kommt und da irgendwie auch sogar eine Adresse drin ist. Das ist irgendwie mutig und gleichzeitig irgendwie... Genau. Ja, also ein konkretes Beispiel. Ja. Ich habe euch davon auch schon mal früher erzählt. Es gibt ja, ich weiß mal nicht den Namen, Otten heißt der Autor, Otten, religiöse Gemeinden in Bremen, dieses Buch. Mhm. Ja. Peter Meyer-Hüsing. Ja, so, ne? Glaube ich, ja. Den meinst du? Kann ja schon sein. Ja, ja, das ist schon ein paar Jahre älter. Genau, macht aber nichts, weil wenn die manche Adressen da drin stimmen nicht, das weiß ich. Ne? Aber man kann dann trotzdem mit einer Internetrecherche relativ schnell nachvollziehen, okay, die sind jetzt umgezogen in die und die Straße. Mhm. Und da habe ich tatsächlich auch schon, es tut mir leid an diese Gemeinden, aber das sind kuriose Gemeinden, ja, die habe ich da gefunden und auch mal besucht. Mhm. Ja? Echt? Ja, also es gibt zum Beispiel so eine Shinto-Style-Religion auch in Bremen. Oh, krass. Und die sind so wie japanischer Shinto, bloß halt ein bisschen anders. Mhm. Und es gibt so ein paar Leute, die das in Bremen machen. Sukyo Mahikari heißen die. Mhm. Und die gibt's. Und ich hätte das nicht gewusst. Habe ich noch nie gehört, dass es das gibt. Ja, am Dobben. Und ich hatte überlegt, ob ich da mit Studenten hingehen wollte. Mhm. Und dann war es aber echt spacig da und dann habe ich das nicht gemacht. Ja. Aber... Ja, also das ist natürlich auch immer die Frage, man muss die Leute auch fragen, ob die dann da irgendwie 20 Studenten aufnehmen würden. Letzten Endes bin ich dann aber zu einer buddhistischen Gruppe gegangen, im Viertel, auch eine japanisch-buddhistische Gruppe. Okay. Und wo habe ich es gefunden? In so einer, das was ich ja jetzt gerade meinte, in so einer Art Liste, die erstellt wurde. Genau. Was ist denn in diesem Atrium da? In diesem? Ja, das ist im alten Fundamt. Okay. Ja. Sokagakai heißen die Buddhisten. Ah, echt jetzt? Ja, ja. Cool. Die sind also relativ populär auch. Cool, Mann. Die sind... super offen. Also da kann man dann auch einfach so hingehen und sagen, hallo, ich will es mal angucken. Und die waren ganz angenehm und gesagt, ja, guck dir alles an. Mhm. Wir können uns auch gerne unterhalten und so. Und ich würde ja eigentlich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es bei fast allen religiösen Gruppen so ist. Natürlich, wenn man ankommt, ja, okay, guck gerne. Ist ja alles in Ordnung. Ne? Ich finde, dass das schließt so ein bisschen an die Tradition des Instituts hier in Bremen an. Mhm. Ja? Weil auch da, das weiß ich von euch beiden, da wurde auch immer schon so ein bisschen Vermessung betrieben, ne? Weil halt auch Studis haben immer mal irgendwie in die religiöse Landschaft Bremens hineingeguckt, zumindest innerhalb der letzten 15 Jahre ungefähr. Auf jeden Fall, ja. Und letzten Endes bin ich ja der Meinung, dass das eigentlich auch Teil des Studiums sein sollte, dass man vor Ort guckt. Ja. Ich habe das in meinem Studium nicht erlebt, aber ich hätte es erleben können. Also es war sozusagen auch möglich, genau. Und insofern passt das total gut, dass du dann auch das mit dem Institut gemacht hast, finde ich. Genau, also diese Kopplung war einfach auch irgendwie, also für alle Beteiligten irgendwie gut und so. Auch die Studierenden meinten, Mensch, also so praxisnah zu arbeiten, das fehlt manchmal an der Uni. Das ist, glaube ich, kein Bremer Spezifikum, das ist allgemein an den Universitäten so, dass man eben auch konkret für ein Ziel, in diesem Fall eine Ausstellung, irgendwie hinarbeitet und ein Projekt entwirft und das quasi zu einem Objekt werden kann. Das ist aber gleichzeitig eine Arbeit und das ist eben, geht ja weit weg von der normalen Seminararbeit oder dem Referat, das ich ausarbeite und so. Ja, wir haben natürlich trotzdem, haben wir die theoretischen Texte und Grundlagen gelesen und so, das ist mir sehr wichtig und auch über Texte diskutiert, aber trotzdem am Ende ist da eben was Praktisches draus geworden, zumindest bei einigen. Einiges war nicht ausstellbar, aber trotzdem haben wir auch noch mehr was gemacht, ja. Und das wurde mir zugetragen, ist etwas, was einfach auch dieses religionswissenschaftliche Studium greifbarer macht, wenn wir auch dann, und das wollen wir heute eigentlich auch machen, darüber reden, was man eigentlich mit dem Studium anfangen kann. Natürlich werden wir Fachwissenschaftler durch das Studium, aber es fehlen oft
das ging mir auch im Studium, so die konkreten Anreize, was macht man denn später damit, außer ein Experte zu sein für, weiß ich nicht, antikes Christentum oder was auch immer man sich spezialisiert. Und das wurde mir zugetragen von den Studierenden, dass das eben gut sei und dass es eben einfach einen neuen Praxisbezug reinbrachte, mein Seminar oder meine Seminare. So. Ja, ich empfinde das, also ich finde es super, super toll, dass du das alles gemacht hast. Ist einfach, glaube ich, extrem befriedigend, so etwas dann auch fertig oder in die Welt zu tragen und auch in Anlehnung an dieses Thema neulich, war das vom Symposium oder so, materielle Religion. Ja. Ne? Stimmt, wie hat sich das? Ja, war das das? Oder war es von AKMN? Wie auch immer. Aber materielle Religion, großes Ding seit 10 Jahren vielleicht. Total. Ja. Und es macht ja auch einfach mehr Spaß, wenn man was anfassen kann und man hat es auch fertig. Ja, die meisten Sachen sind in Vitrinen und wertvoll. Also genau. Aber ich meine, du hast halt nicht irgendwie den Text, der ist sowieso nie fertig. Ja, ja, genau. Du arbeitest ja noch weiter und dann bist du halt Experte, aber du bist ja auch nie richtig Experte, sondern du kannst immer noch mehr wissen und so. Ja. Und Stichwort, wir können ja vielleicht dann auch dahin jetzt überleiten. Du bist auf jeden Fall aus dem Elfenbeinturm rausgekommen. Ja. Und das kommen dann auch die Studenten, die noch gar nicht richtig drin sind. Ja. Aber zumindest dürfen die dann mal religionswissenschaftliche Luft schnuppern außerhalb des Turmes. Die Luft innen ist ja so moderig oft. Mhm. Ja. Einfach ein Seitenhieb jetzt. Oh, naja, okay. Und die Luft außen ist halt frisch und neu. Mhm. Und hat eben nichts mit vorderasiatischer Altertumskunde zu tun. Aber, außer, dass man vielleicht einen Gegenstand hat. Aber, und das ist vielleicht auch nochmal... Entschuldigung. das ist vielleicht nochmal ein spannender Seitenblick, den können wir kurz anreißen. Er fördert eben auch zutage, was es, wenn man sich nur in dieser Bubble bewirkt im Institut und nur mit Studis abhängt, die das Gleiche denken und alles ist voll liberal und voll nett, kommt man dann, wenn man in die wirkliche Welt geht und sowas in die Gesellschaft trägt, dazu, dass man Leute trifft oder auch Leute irgendwie treffen muss, die das nicht gut finden und die auch irgendwie dann vermeintlich Probleme sehen oder so in solchen Ausstellungen. Wir hatten das konkret bei der Eröffnung, dass dort zwei Personen, die sich als Lehrer darstellten, aber sagten nicht von welcher Schule und so, also es war alles sehr inkonkret, aber auch als Religionslehrer sich darstellten, die hatten ein Problem damit. Es gibt dort ein Video, das ist die studentische Arbeit, die ausgestellt wurde, als Objekt in dem muslimische Mädchen zu Wort kommen, aus verschiedenen Gemeinden, in Delmenhorst natürlich, das ist immer alles in Delmenhorst. Ja. Und einige tragen Kopftuch, einige nicht. Und die reden darüber, warum sie ein Kopftuch tragen oder warum sie es nicht tragen. Das ist letztlich so, war die Idee des Videos und das hat auch die Studierende echt gut dargestellt. So. Mhm. Und jetzt ist es so, dass sich diese beiden Leute also echauffierten direkt nach meiner Rede und nach dem ganzen Pressefoto geknipse und so, kamen die also nach einer Viertelstunde, wahrscheinlich sind die straight zu diesem Video, oh, da ist irgendwas mit Kopftuch, da gehe ich hin. Mhm. Und haben sich also echauffiert und dann auch tatsächlich mich sofort zur Rede gestellt, wie ich denn auf die Idee käme. Ja? Zur Rede gestellt? Zur Rede gestellt, genau. Also die haben mich aus einem Gespräch, ich habe mit dem Stadtrat und irgendeinem Professor oder so gerade beim Sekt vorne gestanden und geredet. Also wie man das so macht. Also quasi der Leiter, Papst war auch in der Nähe. Der Papst war auch da, genau. Aber natürlich wollen immer alle mit dem kuratorischen Leiter sprechen. Auf jeden Fall, die haben sich dazwischen gestellt und einfach angefangen, wie ich denn auf die Idee käme, dass wir dort also in diesem Video ganz klar nur einseitig über das Kopftuch berichten. So. Okay. Das war also das. Und dann habe ich gefragt, haben Sie das Video gesehen? Ja, okay. Und was ist denn das Problem? Ja, es würde einfach die Komponente vermissen, dieses Video, dass Mädchen gezwungen werden, das Kopftuch zu tragen. Mhm. So, das kommt nicht vor in dem Video. Und da meinst du, das stimmt. Aber so, du hast doch gerade gesagt, dass die Mädchen selbst zu Wort kommen. Genau. Und keine von denen ist gezwungen worden, wie mir scheint, zumindest sagen, die andere Dinge. Mhm. Und die kein Kopftuch trägt zum Beispiel, die sagt auch andere Sachen. Also die sagt auch nicht, ich widersetze mich dem Zwang, das Kopftuch zu tragen. Also es geht gar nicht um Zwang. Es geht um so einen persönlichen Zugang junger Mädchen, muslimischer Mädchen in Delmenhorst zu ihrem Kopftuch oder der Ablehnung des Kopftuchs. So, ja, ja. Dem Nicht-Tragen des Kopftuchs. Und diese beiden, wie gesagt, vermeintlichen Lehrer, Religionslehrer, haben sich dann also weiterhin echauffiert, dass das also eine Gefahr darstelle, weil es würde dann auch nicht-muslimischen Mädchen verdeutlichen, dass sie gar nicht gezwungen werden, dass es vielleicht doch okay ist und so weiter. Und also eine Verharmlosung. Das würde das verharmlosen, genau. Und es würde, also die würden das nicht tolerieren, die beiden, und sie seien eben Lehrer an weiterbildenden Schulen.
dass dieses Video so gezeigt wird, denn es fehlt die wichtige Komponente des massiv, und das haben die so behauptet, massiv vorkommenden Zwangs, das Kopftuch tragen zu müssen. In Delmhorst, wie überall, bei allen Muslimen. Das sind Verallgemeinerungen, die mir nicht passten. Ein Professor aus Oldenburg, der, wie gesagt, mit mir dann da stand, und eine religionswissenschaftliche Kollegin aus Leipzig, die dann auch zugegen war, ja, haben sich dann eingeschaltet. Da haben wir zusammen versucht, diesen beiden Leuten mit Argumenten beizukommen. Das war nicht möglich. Und auch die Studierenden bildeten innerhalb kürzester Zeit eine Traube, weil die natürlich das mitbekamen, dass ihr Dozent da angemault wird. Und das war auch tatsächlich auch so infam und in einer Lautstärke, die nicht in Ordnung war. Die waren also sehr, sehr aufgeregt, die beiden. Die waren also, habe ich auch gemerkt, emotional betroffen davon. Das hat ihnen gar nicht gepasst. So. Und wir konnten einfach nicht mit denen reden. Es hat nicht funktioniert. Die waren mit Argumenten nicht zugänglich. Und dabei haben wir alle versucht auch zu erklären, was die Idee der Ausstellung ist und auch was die Idee des Videos ist. Denn das Video sagt ja nicht, wir zeigen alle möglichen Zugänge zum Kopftuch, sondern wir zeigen ausschnittsweise, ich glaube, 4 Zugänge, ganz persönliche zum Kopftuch oder dagegen. Ja. Um nichts anderes geht es. Nicht um alle Möglichkeiten. Und es kann durchaus sein, dass irgendwann irgendjemand mal irgendwo gezwungen wurde, ein Kopftuch zu tragen. Aber dann hat sie vielleicht keine Lust gehabt, vor die Kamera zu treten. Ja. Und deswegen ist es nicht Teil dessen. So. Und das haben die nicht verstanden. Und die sind also da mit wehenden Fahnen raus. Und wir alle schüttelten den Kopf, also quasi alle, die wir da religionswissenschaftlich vorgebildet waren. Ja. Und dachten so, was war das denn gerade? So. Also, aber sorry, haben sie sich da, ich war ja da, als das installiert wurde im Endeffekt. Das war im Endeffekt ein Monitor, der hinter einer kleinen Ecke versteckt war, mit 2 Sitzplätzen für Kopfhörer. Genau. Auch so, ne? Dass man da sitzen kann und zuhören kann. Haben sie sich denn auch wirklich mit den Kopfhörern hingesetzt oder haben sie sich einfach nur da vorgestellt und gesehen, so? Nee, die müssen es doch wahrscheinlich gehört haben, wenn sie, aber da ein bisschen nähere Einsicht hatten. Das war noch nicht mal ein zentraler Teil der Ausstellung. Gar nicht. Das ist halt, ich wundere mich gerade irgendwie. Naja, also wahrscheinlich, letzten Endes bin ich ja, ich kenne auch solche Situationen und bin hinterher immer schlauer. Die haben ja anscheinend ein emotionales, eine Schwierigkeit damit. Genau. Und ich kann es auch nachvollziehen zum Teil, weil es wohl auch durchaus viele Lehrer gibt, die einfach Schwierigkeiten in ihrem Unterricht damit erleben, in dem Schulalltag erleben. Die Erfahrung gemacht haben. Mag dann sein. Dann müsste man dann eigentlich wahrscheinlich auch anders drüber sprechen, gar nicht über sozusagen religionsnormative Ansätze, sondern einfach fragen, ja, wie geht's euch eigentlich? Ja, genau. Ja? Also das, also normal irgendwie auf religionswissenschaftlicher argumentativen Ebene war dem nicht beizukommen. Und dann haben wir das erstmal so, verwundert wahrgenommen. Ja. Und ich glaube, 1,5 Wochen, 2 Wochen später rief mich dann die, wie nennt man das? Die Damen, die vorne am Service die Karten und so verkaufen und im Shop an, dass dort also gerade ebenso mit wehenden Fahnen ein Pastor aus irgendeiner kleinen Gemeinde zwischen hier und Oldenburg und dem Münsterland irgendwo in Niedersachsen halt, aus irgendeinem Kaff, ich habe den Namen vergessen. Fechter. Nein, das war viel kleiner, ich kannte es nicht. Ich kannte es echt nicht. Okay. Ich musste nachschauen, wo das ist. Der hätte nämlich gehört, dass es hier so eine verharmlosende Kopftuchausstellung gibt. Mhm. Und der ist da hingekommen und der hat also offensichtlich dort Hasstiraden losgelassen für die gegenüber den armen Damen vorne am Shop, die ja nun gar nichts innerlich damit zu tun haben. Ja. Und so. Und die waren ganz aufgelöst und riefen mich an und meinten, was sei denn da? Und dann, und er hätte gesagt, dass er dafür sorgen werde, dass niemand in seiner Gemeinde jemals in diese Ausstellung gehen würde. Ja, ist ja in Ordnung. Und sowieso. Ja. Also, vielleicht wollten die das eh nicht. Und so, ich weiß nicht, was das für eine Gemeinde war. Er hat sich nicht namentlich dort. Wenn man den Ort nicht kennt, sind das nicht so viele. Ja, genau. Nicht groß gewesen sein, weil aber, das traut sich sonst keiner. Genau, aber, also, und dass dieses Video entfernt werden müsse, das hat im Übrigen auch schon dieser vermeintliche Lehrer bei der Eröffnung gesagt, dass das entfernt werden muss. Und er wird dafür sorgen, dass von seiner Schule alle seine Kollegen erfahren, was wie hier für ein Mist passiert. Und er meint, das Schlimmste ist, und da schämt er sich richtig für, dass dafür Bundesmittel ausgegeben wurden. Für so ein, ich habe das genaue Wort vergessen. Also er meinte, das sei eine Frechheit, dass dafür Bundesmittel rausgescheuert werden, dass wir das Kopftuch so positiv darstellen. Und da habe ich ihm also nochmal gesagt, dass wir gar nichts darstellen, wir stellen nur aus. Und das, ja, genau. Also, dann hast du ihm eine Ausstellung zu GEZ-Gebühren empfohlen, wo er sich auch aufregen kann. Genau. Und diese Person waren jetzt irgendwelche Lehrer, oder was? Ich weiß es nicht. Also es hat sich noch nie Schulleitung gemeldet. Ich hatte schon Studentengruppen aus allen möglichen, auch von weiter weg, die dann da waren. Ich habe dann quasi nochmal Sonderführung für die gegeben. Es waren schon Schülergruppen da, es waren Jugendgruppen verschiedener Gemeinden dort und so, also, und jetzt sind die Sommerferien vorbei, es werden auch Schulen, die sind alle angesprochen worden, alle Schulleitungen finden das toll, das Projekt, und werden da wahrscheinlich möglichst viele, zumindest Oberstufenklassen durchführen, und ich weiß nicht mal, ob der Typ ein Lehrer ist.
Okay. So, ja, das ist nicht transparent. Ja. Und er hat auch seinen Namen nicht dagelassen und so, genauso wie dieser Pastor. Ja. Und ich weiß nicht, ob das noch weitere Kreise zieht in den nächsten Wochen, jetzt wo auch quasi nach den Ferien nochmal dort wieder vermehrt Publikum durchgeführt wird. Aber ich werde daraus nichts machen. Ich habe mit den Geldgebern vom Bundesministerium abgemacht, dass wir das erstmal so laufen lassen. Denn da irgendwie, wir haben gesagt, wir wollen keine neue Kopftuchdebatte in der im Horst anzetteln mit irgendwelchen Leuten, die noch nicht mal irgendwie argumentieren, sondern einfach nur Stuck machen. Vielleicht getriggert wurden die denn bitte? Weiß ich nicht. Wir wissen halt auch nicht, wes Geistes Kind die sind und was für ein Background die haben und so. Aber es waren ja bisher auch nur diese drei Leute, von denen ich erfahren habe. Es wird mir jetzt auch nicht jeder vielleicht zugetragen. Und ansonsten ist auch die Feedbackwand, wir haben dort so eine Feedbackwand eingerichtet, wie in vielen Ausstellungen, wo man einfach ein kurzes Feedback da lassen kann, anstatt so ein Gästebuch, weil ich das immer ein bisschen lahm finde. Es ist halt so eine coole Wand, so, ne? Und da steht eigentlich nur Positives drauf. Also, Stefan macht coole Sachen. Da steht nicht drauf, wir haben im Dom gerade noch was Cooles gemacht als Feedback, aber das erzähle ich jetzt nicht. Da steht nur Gutes drauf. Tolle Ausstellung, voll schön, endlich mal sowas. Und tatsächlich ich habe auch schon E-Mails bekommen auf meinen Arbeitsaccount von Leuten, die haben einfach, weil ich habe eine E-Mail-Adresse überall publik gemacht, einfach von einem Ehepaar, das ist eine ganz tolle Ausstellung, das ist wichtig für unsere Gesellschaft. Vielen lieben Dank, Herr so und so und Frau so und so aus so und so. Keine Ahnung. Voll nett. Insofern, also, aber insofern könnte man jetzt zusammenfassen, das Positive überschattet. Absolut, das ja. Also natürlich gibt es immer Kritik, das ist auch legitim, solange sie denn fundiert ist. Aber das war halt irgendwie so Kritik, mit der wir alle nichts anfangen konnten. Ja. So, das ist aber halt eine gute Lehre, die man daraus ziehen kann, dass man sich durchaus auf sowas auch einstellen mag, wenn man solche Projekte in Angriff nimmt. Ja. Weil sie öffentlich sind, ganz einfach. Genau. Ja, und deswegen halt öffentliche Meinungen so. Auch solche. Ja, genau. Ich habe damit auch kein Problem. Ich hatte in dem ganzen über einem Jahr Projektzeitraum oder Laufzeit auch viele sehr, sehr politische Diskussionen mit einzelnen Vertretern einzelner Gemeinden. Musste gar nicht irgendwie darum gehen, worum es genau ging. Aber es war halt, es gab sehr, sehr kontroverse Diskussionen, die zum Teil auch einfach sehr, sehr politisch waren und fernab von dieser, was gibt es irgendwie an Glaubensgemeinschaften, die in dem Horst schon waren, weil es dann, es gibt noch viel mehr Baustellen. Ich habe immer gesagt, wir müssen die Politik hier raushalten. Darum kann es hier nicht gehen, weil wenn wir das Fass aufmachen, egal in welcher Hinsicht, ob Kurdenkonflikt oder ob, keine Ahnung, weiß ich nicht, Rechtspopulismus in Deutschland oder Beschneidung, all diese Themen können wir nicht anschneiden, dann schießen wir uns ins Bein. So, deswegen sollte es halt neutral sein und das haben wir geschafft als Ausstellung und wenn dann andere die Politik da reintragen, dann können wir zumindest versuchen, sie zu diskutieren, aber vielleicht auch erfolglos. Letztlich ist natürlich so eine Ausstellung doch immer irgendwie politisch dann, ne? Weil es also eben die Gesellschaft betrifft. Mich erinnert das an eine Situation, als ich im Rahmen für unseren Verein einen mehrtägigen Workshop mit Erwachsenen gemacht habe. Und gleich am Anfang macht man ja irgendwie so ein Kennenlernen-Zeremonie sozusagen, mit vielleicht irgendeinem Kennenlernen-Spielchen oder so. Und eine Frau stellte sich da vor und sagte, also mein Name ist, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ja, ich meine, dass sie Monika hieß, mein Name ist Monika und ich wollte mal sagen, der Islam gehört nämlich nicht zu Deutschland. Mhm. Das war das Erste, was sie gesagt hat. Guter Einstieg. Ja, ein geiler Einstieg. Wusste ich gleich schon, nice, das wird lustig, ne? Und sie hat also am Anfang in diesem Kurs, es ging da um im Prinzip, ja, kulturelle Identität, Kompetenz, sich mit neuen Mitmenschen, deren Hintergründe man nicht kennt, gut auseinanderzusetzen oder so. Oder all das, was man vielleicht irgendwie als interkulturelle Kompetenztrainings bezeichnet, sowas haben wir da gemacht. Mhm. Und es wurde von total verhärtete Fronten und der Islam, ich finde den Islam doof, der Islam hat nichts hier verloren und ich mag den nicht, das war so ganz interessante Aussagen, die sie am ersten Tag getätigt hat, wurde es letzten Endes, das war so ein Progress, den wir sehen konnten, immer weicher. Aber es hat mich total stark daran erinnert, weil eben Leute, offenbar gibt es ab und zu Leute, die man eben erleben kann, außerhalb des Elfenbeinturms, die eben nicht argumentativ fundiert, nicht mit hochtrabendem Wissen ausgestattet, die finden Islam doof. Ja. Also, da kann man eigentlich gar nichts mehr zu sagen dann. Ja. Aber kann man eben doch. Ja, und es ist ja auch interessant, dass die Leute das sagen. Warum ist es wichtig für sie, das gleich am Anfang zu sagen, zu einer Diskussion? Ja? Warum haben die sich bei der religiösen Ausstellung in Delmenhorst gerade die Kopftuchecke ausgesucht und die furchtbar gefunden? Ja. Und nicht, sie hätten sich ja als eventuell fromme Christen
auch darüber ereifern können, dass irgendwelche heiligen Gegenstände des Christentums dort profanisiert dargestellt werden. Mhm. Also, wäre ja auch alles möglich. Machen sie aber nicht, sondern sie suchen sich sowas aus, was einfach ein stark emotionales Thema ist. Ja. Solche Veranstaltungen gibt es auch in dem Verein, ne? Genau, wir machen ja noch viel mehr diese Art. Das war die erste. Vielleicht müssten wir mal was zu dem Verein, der noch namentlich nicht erwähnt wurde, erzählen. Pass auf, ich mach das mal so. Ich bin der Meinung, Dimi, dass du die Namensidee hattest für den Verein. Mhm. Weil Dimi immer gesagt hat, ein Mosaik ist so ähnlich wie viele Kulturen, die miteinander leben und man weiß auch gar nicht, ob die jetzt voneinander abgegrenzt sind. Und jetzt weiß ich wieder. Ja, weißt du, was ich meine? Letzten Endes, der Verein heißt Kulturpixel. Ja, als moderne Form eines Mosaikes ist wohl irgendwie ein Pixel, oder sind viele Pixel und erst viele bunte Pixel zusammen, die nicht alle gleichfarbig sein dürfen, ergeben ein schönes Gesamtbild. Ja, und ich habe irgendwie immer noch den Eindruck, auch wenn Ahmed, glaube ich, letzten Endes diesen Pixel-Krams eingebracht hat damals, ist es sozusagen, ihr beide habt das zusammen irgendwie organisiert mit euren, Dimi, du hast immer tolle Ideen, finde ich. Ja. Das stimmt. Und das mit dem Mosaik fand ich immer gut. Weißt du das noch? Da haben wir dann irgendwie gesagt, sollen wir uns jetzt irgendwie Kulturmosaik nennen? Und dann haben wir so, das klingt aber voll sperrig. Und voll altbacken vor allen Dingen. Mosaik kennt keiner, weiß man auch nicht, wie man es schreibt. Stimmt. Ne? Selbst der Browser-Mosaik ist ausgestorben. Insofern. Also, liebe Hörer, wir haben einen Verein gegründet. Soweit ich mich daran erinnern kann, ist die eigentliche Gründung schon 2013 passiert. Ende 2013 in Hannover. Der Verein ist auch in Hannover beheimatet und er heißt Kulturpixel. Nee, noch nicht. Bald fünf Jahre. Ja. Ende dieses Jahres, wenn wir eine Mitgliederversammlung machen, dann wird schon mal ein kleiner Sekt geöffnet. Konto ist fast leer, wir können keinen Sekt öffnen. Ja. Oh Gott. Nun denn, das Anfangsmoment dieses Vereins war, dass wir Religionswissenschaftler waren damals. Mhm. Alle waren Religionswissenschaftler. Alle? Ja. Zumindest im Nebenfach oder im Erststudium oder im Bachelor oder nur im Master, so Mischmasch. Mhm. Ja. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was gibt's denn eigentlich als Alternative, wenn man ein Religionswissenschaftler ist und wie kann man denn dann eigentlich einen Beruf ausüben? Das war eine der Anfangsideen. Wie können wir denn überhaupt Geld verdienen damit, was wir können? Mhm. Und das andere war sicherlich auch, dass wir sicher, denke ich, auch bis heute noch Absichten haben, dass wir die Gesellschaft, hence der Untertitel, gesellschaftliche Vielfalt im Blick, dass wir die Gesellschaft auf unsere Überzeugung hin mitprägen können. Das ist eine ideologische Veranstaltung, so ein bisschen, was wir machen. Ja, schon. Ich glaube, ein Momentum war, dass wir also alle Religionswissenschaft, glaube ich, an verschiedenen Standorten studiert haben oder an vielen verschiedenen Standorten zumindest. Und dass wir einfach uns darüber austauschten, was wir alles Tolles quasi wissen und was wir alles irgendwie in Erfahrung bringen. Und irgendwie alles ist ja so trans und so weiter. Aber dass all diese Erkenntnisse, die die Religionswissenschaft eigentlich tätigt, dass die letztlich gar nicht in die Mitte der Gesellschaft kommen. Hm. So. Und ich glaube, das war so die Idee, dass wir diese Gesellschaft irgendwie über diesen Verein weiterbilden wollen und erstmal den Anspruch haben, mit allen irgendwie zu arbeiten. Sicherlich sollten wir auch noch erwähnen, wir sollten und müssen erwähnen, dass inzwischen auch viele weitere Leute bei uns im Verein sind, die nicht primär Religionswissenschaft als Hintergrund haben, sondern beispielsweise in Bremen transkulturelle Studien studiert haben oder Kulturwissenschaft. Also Fächer, die auch mit Religionswissenschaft zu tun haben, aber ohne diese weiteren Expertisen unserer anderen Mitglieder könnten wir gar nicht so gut und so wunderbar breit aufgestellt arbeiten, wie wir es derzeit tun. Und das schlägt sich auch in der Arbeit nieder, die wir gemacht haben in den Jahren danach. Wir waren in Schulen und haben Erwachsene gebildet. Wir haben an Universitäten genauso gearbeitet wie mit Ehrenamtlichen. Wir haben Hauptamtliche für, keine Ahnung, ja? Es gab sogar mal einen Vortrag beim Lions Club. Ja, also Beratungstätigkeit, ne? Ich kann das ja jetzt berichten. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Wissenschaftlerinnen, großes I, glaube ich, der Universität Hildesheim haben uns eingeladen und wollen sich gerne von uns beraten lassen zum Thema, wie stehen wir als Wissenschaftler eigentlich zum Thema Religion? Weil die Wissenschaftler selbst Religionen oder religiöse Phänomene erforschen wollen. Da geht es um Jugendarbeit und christliche Kirche, sprich Pastoraltätigkeiten in der christlichen Kirche dort in Hildesheim, alles ganz katholisch. Ja,
Aber die wollen sich selbst reflektieren und die benutzen uns jetzt. Das ist im Prinzip des Religionswissenschaftlers allererstes Brot, das überhaupt erstmal mit sich selbst auszumachen. Genau. Ja. Aber wie macht ihr das? Also bereitet ihr sie einmalig vorher oder ist es so ein Begleitung? Wir haben das jetzt so ausbaldowert, dass es einen vierstündigen Vortrag-Workshop gibt, okay, in dem in mehrere Teile geteilt, Chrissy macht das, ja, Impulsvorträge sind zu bestimmten Aspekten von, okay, religiöser Identität, mhm, und auch dieses, ich bin nicht neutral oder wie, ja, bin ich eigentlich als Forscher in dem ganzen Thema, was habe ich für eine religiöse Brille auf? Ja. Ja, ja. Und dazu macht sie dann Übungen mit denen, cool, so, ja, erste Übungen, es soll noch so ein Follow-up-Ding geben, ja, erste Übungen zum Thema religiöse Identität. Großartig, das ist ja genau unser, genau, Thema. Das, ja, das kommt jetzt eben auch noch dazu. Ansonsten werden wir immer mehr eingeladen, bei größeren Institutionen zur interkulturellen Öffnung beizutragen. Ja. Ich bin eingeladen worden, auch nach Hildesheim, aber hat nichts mit dieser Uni zu tun dort, ein Seminar oder Workshop zum Thema Vorurteile zu machen. Mhm. Mhm. Dimi, du hast schon ziemlich viele von diesen langwierigen Sachen in anderen Städten absolviert. Magst du davon was erzählen? Ja, da haben wir ja mehrere von uns. Wir haben uns da so auf ein paar Fortbildungsseminare von speziell einem größeren Bildungsträger in Deutschland, mhm, für so, ich glaube, außerschulische Weiterbildung. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen kann. Mach doch. Ja, wir stehen ja in deren Programm. Deutsche Angestelltenakademie? Ja, ja, wir, ja, sind ja in jedem DAA-Programm drin mit, ja, Namen. Stimmt. Also okay, gut. Ich so, wusste noch nicht, ob das alles... Wenn man, ne, uns jetzt googelt, dann googelt man auch DAA. Ja, okay. Schon. Ja, da haben wir auch ein paar Fortbildungen angeboten für Sie bisher, auch weiterhin. Genau. Und da geht's auch dann meistens zugeschnitten auf eine bestimmte Zielgruppe, also jetzt der Teilnehmenden. Mhm. Mit dem Fokus zum Beispiel einmal pädagogisches Personal, mhm, was die in den Seminaren und Fortbildungen halt, mhm, die da arbeiten, und aber auch Verwaltungspersonal. Stimmt. Die auch Kontakt, mhm, in der Anmeldung, aber auch in der Sachbearbeitung mit Personen haben, also die Migrationsbiografie haben oder halt, mhm, geflüchtet sind und, mhm, dort halt alles Mögliche belegen können, von Deutschkursen bis hin zu Computerkursen. Ja, so, oder Hauswirtschaft, Metallbau, irgendwie, so, egal welche, das kommt auf die Einrichtung und den Träger. Genau, bei mir, genau, war das wie so ein Leute für irgendwie so Speditionskaufleute, mhm, waren. Genau. Ja, ja, genau. Und je nach Schwerpunkt der Themensetzung, welches Interesse da abgefragt wird, haben wir dann Seminare angeboten. Mhm. Meistens halt irgendwie mit der Grundlage Transkulturalität. Genau. Identitätsbildung, auch ein bisschen Konfliktlösung mal. Ich kann mich auch an einem Seminar mit Chrissy vorletztes Jahr schon, ich glaube letztes Jahr war das, mhm, in Bad Driburg. Da ging es zum Teil dann auch irgendwie um wie Schulbücher, mhm, mit religiöser Identität, mhm, und überhaupt mit migrantischem Wissen umgehen. Ja, ja, ja. Und in manchen Fällen, was sie sich so erlauben. Ja, ja. Ja, so. Und das hattest du doch aber, oder du auch, ich wurde eigentlich immer bei diesen Veranstaltungen, gerade wenn es so außerschulisch war, ich viel darum gebeten worden, kannst du uns nicht nochmal erzählen, was ist eigentlich dieser Islam? Und ja, so. Also ganz häufig der noch Klassiker. Irgendwie so leichte Grundlagen, die man dann als Impulsreferat, mhm, noch so einstreuen kann. Genau. Historischer Hintergrund, einmal kurz abreißen. Ich habe zum Teil auch irgendwie relativ komplex, das weiß ich alles gar nicht mehr so genau, mhm, wie funktioniert der Einreiseprozess nach Deutschland seit dem Jahr 2015? Also, mhm, was sind Geduldete, was ist, ja, Asyl, ja, was gibt's da für Quoten, wo sind Grenzen, ja, offen, was ist die Balkanroute? Viele wussten das am Anfang nicht, das, ja, fing ja bei uns auch 2015 eben erst, ja, an, ja, genau, diese ganzen Engagements. Stimmt, das, genau, war da genau das Thema. Ja, genau. Und vielleicht kannst du noch was, jetzt sagen wir mal, Schule Büssingweg erzählen als Beispiel. Ja, da sind wir demnächst wieder. Da sind wir jetzt seit vielen Jahren, zwei Wochen. In zwei Wochen. Ah, nein, ja. In zwei Wochen schon. Zwei, ja, beste Leben, ja, beim Büssingweg. Ja. Da sind wir irgendwie, weiß ich gar nicht, über einen Sozialarbeiter, den wir kannten, reingekommen. Und der hat jetzt irgendwie das zum Standard erhoben, dass einmal im Jahr Kulturpixel an die Schule kommt und da möglichst viele Schüler... Das war eine Schulform, das war eine IGS. Eine IGS, genau. Ja, die, ja, Gesamtschule. Genau, und da bieten wir quasi so ein eintägiges Konzept an, dass, mhm, wir
nur für die Schule entwickelt haben und das jetzt irgendwie jetzt, ich glaube, auch schon im vierten Jahr oder so da läuft. Also und das wird auch jedes Jahr so weiterlaufen. Und wir fühlen uns da echt wohl an dieser Schule und waren an vielen anderen Schulen. Und aber das war irgendwie so zusammen mit der Südstadt so die ersten Schulen, an denen wir uns auch mal ausleben konnten. In der IGS Südstadt, das war vielleicht ein gutes Projekt, können wir nochmal erzählen, haben wir über ein ganzes Schuljahr eine AG gemacht. Und da ging es letztlich auch um Identität, gesellschaftliche Vielfalt, Toleranz, all diese Dinge. Das war so ein Modellprojekt, wie, was passiert, wenn man mit Schülern ein ganzes Jahr darüber redet und diese Themen, diesen Themenkomplex behandelt. Und das hat sehr gut funktioniert. Aber leider war es auch sehr teuer, weil wir natürlich auch bezahlt werden müssen, und da, um diese AG jede Woche anzubieten. Deswegen wurde das nie weitergeführt. Aber das war eigentlich ein spannendes Projekt, weil es halt nochmal auf, also weggeht von zum Beispiel Werte und Normen oder Religionsunterricht, sondern macht nochmal was Eigenes mit Exkursionen. Wir waren auf, keine Ahnung, wir waren in einem buddhistischen Tempel, wenn du dich erinnerst, Markus. Und wir waren auf einem interreligiösen Friedhof in, in Hannover in diesem Falle. Und so, und haben dort den Schülern eigentlich Dinge gezeigt, die sie noch nie gesehen haben und die sie auch vielleicht nie gesehen hätten. Erinnerst du dich, viele muslimische Jungs wollten nicht mit in den buddhistischen Tempel? Ja, ich kann mich. Die hatten Sorge, dass dort irgendwelche Teufel angebetet werden. Und das ist also, und allein das aufzubrechen hat extrem viel bewirkt bei denen. Und Ich erinnere mich vor allem angenehm an diese Zeit damals, weil wir da hatten wir, glaube ich, auch selber noch mehr Zeit und haben viel an Zeit investiert in diese Tätigkeit dort. Da haben wir uns ganz viele eigene Grundlagen überlegt, wie können wir es überhaupt machen mit jüngeren Schülern, das Thema, was uns immer umtreibt, wie können wir das eigentlich auf einfache Weise erklären, habe ich den Eindruck. Genau. Weil das ja dann auch dass die konkrete Problematik ist eines Wissenschaftlers, dass man es eben, so wie du das in Form der Ausstellung in deinem Horst gemacht hast oder so, wie kann ich das Komplexe im Einfachen erklären? Ja. So habe ich den Eindruck. Ja. Wir müssen dazu wohl sagen, dass überhaupt in Hannover fing das alles an, auch wenn wir in Bremen wohnen. Hannover und auch die Stadt Hannover hat zum Beispiel durch den Gesellschaftsfonds, wie heißt der? Zusammenleben, stimmt. Darüber haben wir einige Förderungen bekommen und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Genau. Sprich, die letzte große Veranstaltung in Hannover war das Thema Migrationswege. Wir verlinken das irgendwie, ja. Genau. Also auch dort haben wir im Prinzip ja eine Einwanderung nach Hannover nach bestimmten Kriterien kartografiert. Genau. Ja. Was ist jetzt neu? Jetzt ist die Webseite ja fertig und auch veröffentlicht worden. Da kann man eben bei Google Maps verschiedene Stationen anschauen, die Menschen, die in den letzten 70 Jahren nach Hannover angekommen sind, als besondere Orte markiert haben. Und dort sagen sie was über diese Orte. Ja, genau. Also für gibt's ja jetzt nicht für alles in Hannover, aber für einige Regionen in Hannover. Und so ist dieser Verein jetzt eigentlich eine Antwort darauf, wenn wir jetzt aufs Aktuelle beziehen, ja, Religionswissenschaft im Beruf, diese Veranstaltung, die es dieses Jahr in Bonn gab, am Anfang des Jahres, wo ich eigentlich auch teilnehmen wollte. Ja, ich auch. Und dann konnten wir irgendwie nicht. Ja. Das ist eine Antwort darauf, wie man Religionswissenschaft im Beruf leben kann. Ja, ja. Genau. Insofern mag ich das dann auch für all solche Leute dann irgendwann mal verlinken. Ja. Ja. So kann man das halt machen. Das waren jetzt auch nur einige Beispiele. Also Kulturpixel macht noch viel mehr und mittlerweile sind wir auch echt bundesweit aktiv. Ja. Haben auch jetzt schon neue Mitglieder, die auch aktiv sind, akquiriert noch in mehr Bundesländern. Jetzt, ne, haben wir schon quasi den Weg nach Osten geschlagen, nach Leipzig und so. Ja, stimmt, genau. Also wir sind jetzt, sowohl die Mitglieder sind in mehreren Standorten, als auch unsere Aufträge sind sowieso auch in mehreren Standorten. Wir waren vor Jahren schon überall in Hessen unterwegs und keine Ahnung, ne? Also, ja. Genau, das ist einfach bundesweit ein Thema und wir freuen uns echt über jede Anfrage, die von irgendwo kommt und dann fährt man auch schon mal fast bis an die belgische Grenze oder so, wenn man da nachgefragt wird. So. Belgische Grenze. Ja, irgendwo da. Hashtag Bitburger Bier. Ist nicht in Bitburg da hinten irgendwo, genau. In Bitburg ist tatsächlich vor Luxemburg oder. Ja, irgendwo da unten. Weiß ich nicht. Ich fahre da auch nicht hin, aber also jetzt zumindest im Ruhrpott, jetzt sind wir auch noch in Berlin, haben dort auch Mitglieder und so und wir sind trotzdem ein Verein, der über jedes Mitglied sich freut. Also man kann Mitglied werden über die Website als studentisches Mitglied auch echt günstig. Einfach so. Ja, einfach so. Und wen das interessiert, der soll das dann angucken im Internet. Da ist genug über uns geschrieben.
Und ich finde, also das in Delmenhorst ist so ein Leuchtturmprojekt wahrscheinlich von uns gewesen. Du hast das halt alles toll hingekriegt. Mit ganz viel Hilfe von ganz vielen Leuten. Natürlich. Ja, ja, aber auch trotzdem der Chief. Und und ja, ich meine, Migrationswege, das in Hannover war auch ein großes Projekt, was jetzt aber einfach lange lief. Mhm. Also, da war dann schnell die Luft raus. Ja. Und es scheint immer noch weiter zu gehen. Wir wissen nur noch nicht so ganz, ganz genau wie, ne? Ja. Also wir haben viele kleine Bildungs... Ja, viel abgeschlossen. Ja, genau. Ja, also stimmt. So diese großen Laufzeitprojekte haben wir tatsächlich jetzt gerade nicht mehr akut, aber was wir halt immer haben, ist halt so diese normalen Bildungsaufträge, Erwachsenenbildung, Kinderbildung an Schulen, auch das irgendwie ja schon an mehreren Standorten. Das läuft ja sowieso immer weiter. Ja, ne? Ja, so viel zum Verein. So viel zum Verein. Ich habe noch einen kleinen Abschluss an euch, wieder sowas Konkretes. Wollte ich euch einfach erzählen. Ich saß neulich mit einem befreundeten Arzt zusammen, der ist, der arbeitet als Anästhesist. Mhm. Und dann sagte er, hat mich gefragt, ja, Markus, du kennst dich ja mit Religion aus und sowas. Er habe die Beobachtung gemacht, dass wenn Leute, die schon sehr alt sind und jetzt nur noch an Schläuchen hängen und da müsste eigentlich mal abgeschaltet werden langsam, da hat er die Beobachtung gemacht, dass ich zitiere ihn, ja? Ja, ja. Die muslimischen Familien, die seien immer gegen Abschalten. Und sie hätten ihm, aber auch anderen Ärzten vorgeworfen, so wurde das genannt, ja, nur weil wir Ausländer sind, wollt ihr wohl nicht alle Mittel einsetzen, um unseren alten Opa noch am Leben zu lassen. Wow. Was den Freund von mir, das merkte man, persönlich total getroffen hat. Mhm. Er war wirklich zutiefst beleidigt davon, dass er jetzt des Rassismus bezichtigt wurde in seiner Funktion als Arzt. Ja, ja. Und er hat mir das auch dargelegt. Es ist ganz normal, dass man einfach allen Familien dann irgendwann empfiehlt, wenn der Mensch sehr alt ist und wenn da auch nicht mehr viel funktioniert und so, dann sagt man, bitte überlegen Sie sich ab jetzt für die nächsten 2 Wochen, was Sie machen wollen, wann wir was abschalten können. Haben Sie eine Patientenverfügung? Fragen Sie den Ehepartner und so weiter. All das, weil die halt sagen, natürlich, wir werden jeden am Leben halten, nur diesen Menschen können wir nicht mehr am Leben halten. Wir können ja nicht zaubern, wir sind auch nicht Gott. Sie müssen überlegen, was Sie machen wollen. Weil die Hirntod. Oder genau. So, ne? Und ihm war jetzt aufgefallen, vor allem eben migrantische Familien, die irgendwie vielleicht, also wir haben dann lange darüber gesprochen. Nur ich musste ganz viel darüber nachdenken und ich fand es auch enorm interessant, ob das eine religiöse Komponente überhaupt ist. Mhm. Ist sicherlich insgesamt interessant für die Migrationsforschung. Wie können Krankenhäuser darauf reagieren? Mhm. Dann habe ich gefragt, ja, könnt ihr nicht einen Arzt mit einem türkischen Nachnamen dahin schicken zu denen? Dann sagt er, ja, es gibt nicht so viele Ärzte mit türkischen Nachnamen und bei den Anästhesisten halt schon gar nicht. Ja. Denn, wie hat er das gesagt, wenn man schon Türke ist, dann will man natürlich auch Herzchirurg werden. Oder irgendwie so ein Witz hat er gemacht. Ja? Arzt, ne? Ja, also genau. Dann halt auch, ne, weil die Eltern ja sagen, ja, du musst hart arbeiten und so. Ne? Ja. Und fand ich doch sehr interessant. Und das sind eben witzig. Fragen, die das Leben dann an uns stellt in irgendwelchen Institutionen. Ja. Wir wissen, dass Krankenhäuser mit so interreligiösen Räumen der Stille da schon drauf reagieren wollen auf solche Situationen. Mhm. Aber das fand ich doch, für mich war es mehr oder minder unmöglich, das zu beantworten. Ja. Ich habe verschiedene Aspekte mit ihm durchgesprochen, die mir so eingefallen sind dazu. Aber da kann man einfach lange drüber nachdenken. Warum sollte das häufig vorkommen? Er sagte einfach, ja, hat er so ein Dutzend Mal erlebt. Mhm. Und das sind natürlich, insgesamt sind nicht viele Migranten in Deutschland 85. Mhm. Das heißt, es ist jetzt erstmalig. Eine Idee war zum Beispiel von mir. Ich weiß einfach, dass Syrer zu einem syrischen Arzt gehen. Mhm. Wenn sie aber in einer Extremsituation sind, müssen sie leider in ein allgemeines Krankenhaus und können nicht bei einem syrischen Arzt sein. Ja. Das heißt, man fühlt sich dann unaufgehoben, unverstanden. Sowieso, nicht in die Sprache na klar. Und so. Also das sind so Teilaspekte, glaube ich, die da eine Rolle spielen. Aber insofern Religionswissenschaftler für Krankenhäuser abstellen, bitte. Gute Idee. Ja, also das ist doch eine wichtige Sache und es wird wahrscheinlich noch virulenter werden in den nächsten 50 Jahren, wenn einfach ganz viele Leute, die unvertraut sind mit der deutschen Medizin und auch nicht die Ärzte als Halbgötter in Weiß akzeptieren,
wenn die einfach im Krankenhaus sind und dann sagte der Freund von mir eben da so, ja, die machen Probleme. Das war so seine Sprache, weil aus der Perspektive der Ärzte, du sagst halt da ja so, können wir jetzt hier mal langsam die Maschine abstellen und sagen alle, ja, sollten wir eigentlich. Und wer macht Probleme? Wer sträubt sich und schreit rum und so? Ist ja nicht schlimm, wenn man rumschreit. Ne? Mhm. Aber das sagte er ja, das seien eben Familien, mit denen es Kommunikationsprobleme geben, weil die Sprache nicht gesprochen wird. Ja, so, verstehe. Ne? Total interessant. Ja, echt spannend. Also auch ein Feld, mit dem ich noch nicht mich beschäftigt habe, aber da muss ich auch mal drüber nachdenken. Ich hätte, glaube ich, auch keine Antwort geben können. Ja, also alles, was ich geantwortet habe, habe ich mir dann selbst sozusagen heuristisch überlegt. Ja, ja, das können wir. Das ist ja unsere, genau, eben. Das, ne? Also es hat mich total interessiert und da hätte ich dann irgendwie gerne noch voll lange weitergelesen und wäre gerne sofort mit ihm ins Krankenhaus gegangen, hätte alle Ärzte interviewt und auch noch alle anderen Leute interviewt, die da rumliegen, was da die Gründe sein könnten. Ja. Insofern mag das gerne neu wissenschaftlich beackert werden. Aber, naja. Ja, ich glaube, wir sind am Ende, ne? Ja, glaube ich auch. Bin echt auch froh, dass wir überhaupt mal wieder aufgenommen haben. Ja, das finde ich auch gut. Mal gucken, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Genau. Wir haben wenige Themen noch auf Lager, aber ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass unsere Themen sind jetzt so draußen. Und ja. Wir sind dankbar für Franz. Herzliche Grüße an Franz, der noch andere Themen auf Lager hat und haben will und auch noch Folgen machen möchte. Stimmt. Und die letzte Folge über Fußball auch gemacht hat, mit so großem Aufwand. Ja. Ja. Also extra nach Schalke gefahren und so, das haben wir heute nicht gemacht. Wir sind extra zu mir gefahren. Ja, aber immerhin haben wir bei diesen unglaublichen Temperaturen aufgenommen. Das muss man uns ja auch mal zugute halten. Ja, genau. Boah. Irgendwo kaltes Bier zu trinken oder so. Also. Das können wir dann ja noch machen jetzt. Ja, ja, okay, gut. Alles klar. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Hörer, tschüss. Ciao. Ja. Und dann noch was Süßes. Und so halt irgendwelche Iraker sagen dann auch so, ja, okay, nimm einfach Zucker und dann noch ein bisschen Zucker und dann pack halt noch ein Kilo Butter drauf und dann hast du halt unsere Nachspeise. Ja. Also halt super süßes mit Zeug. Mit Honig immer. Aber noch. Ja. Ja, genau, Honig, damit es nicht so fest ist. Schreib schon lange mit... Ich schreib immer schon mit links. Okay, cool. Ey, dann habe ich, keine Ahnung, falsch abgespeichert. Im Mittelalter wäre ich ermordet worden.